Aufgrund der aktuellen Lage kann es 2020 leider keine Weihnachtsvorlesung geben. Eine gemütliche Veranstaltung, bei der viele Leute dicht gedrängt bei Keksen und Glühwein zusammensitzen, ist zurzeit nicht machbar. Und auf einen Vortrag vor nur einem Dutzend Zuhörern, die mit Masken und großem Abstand in einem ansonsten leeren Raum sitzen, hatte ich keine Lust, wenn es denn überhaupt möglich gewesen wäre. Stattdessen gibt es in diesem Jahr ein Weihnachtsvideo. Das ist nicht das Gleiche, aber hoffentlich besser als gar nichts. Es soll heute um eine äußerst seltsame, unergründliche Zahl namens Omega gehen, die man auch die Chaitinsche Konstante nennt. Die birgt viele Geheimnisse in sich und hat unter anderem etwas mit der Frage zu tun, was Zufall eigentlich ist. Als Appetitanreger für das, was ich Ihnen heute zeigen will, fange ich mit einem von mir frei übersetzten Zitat über diese mysteriöse Zahl an, das von dem amerikanischen Mathematiker Charles Bennett stammt. Omega ist in vielerlei Hinsicht eine kabbalistische Zahl. Man kann sie definieren und weiß, dass es sie gibt, aber man kennt sie nicht. Omega beinhaltet in komprimierter Form eine unvorstellbare Menge an Wissen. Ihre ersten paar tausend Nachkommastellen, die auf ein Blatt Papier passen würden, enthalten die Antworten auf so viele mathematische Fragen, dass das ganze Universum nicht ausreichen würde, sie aufzuschreiben. Um es noch etwas konkreter zu machen, in diesen ersten paar tausend Nachkommastellen dieser Zahl findet man unter anderem die Antwort auf die Frage, ob die Riemannsche Vermutung wahr ist oder nicht. Ich hoffe, das hat Ihr Interesse geweckt und ich hoffe auch, dass Ihnen am Ende des Videos zumindest in groben Zügen klar ist, wie dieses Zitat zu verstehen ist. Vorab aber meine übliche Warnung. Was folgen wird, ist als populärwissenschaftliches Video gedacht und genügt nicht den strengen Anforderungen an eine Mathevorlesung. Ich werde die verwendeten Begriffe nicht präzise definieren und erst recht nichts wirklich beweisen. Wie bei allen Videos freue ich mich, wenn Sie mich per E-Mail auf Fehler hinweisen, über die noch nichts in der Videobeschreibung steht, aber unterscheiden Sie bitte zwischen Aussagen, die schlicht falsch sind, und absichtlichen didaktischen Verkürzungen und Vereinfachungen. Der Plan für heute sieht folgendermaßen aus. Zuerst sage ich etwas dazu, was man in der Mathematik bzw. in der theoretischen Informatik, die trotz ihres Namens eigentlich ein Teilgebiet der Mathematik ist, unter Berechenbarkeit versteht. Dabei wird es unter anderem um sogenannte Turing-Maschinen und um abstrakte Programme gehen. Danach wenden wir uns der Frage zu, ob man mathematisch definieren kann, was Zufall ist. Das führt zu dem Begriff der algorithmischen Komplexität. Und darauf aufbauen können wir schließlich die anfangs erwähnte Konstante definieren, die etwas mit sogenannten Haltewahrscheinlichkeiten zu tun hat. Sie hat, wie bereits angedeutet, ganz erstaunliche Eigenschaften. Am Ende gibt es dann wie üblich noch ein paar Buchempfehlungen. Fangen wir gleich mit dem Themenkreis Berechenbarkeit an. Das wird allerdings nur ein ganz grober Überblick werden. Erstens würde das Video viel zu lang werden, wenn ich auf alles im Detail einginge. Und zweitens gibt es zu allen Themen, die ich in diesem Abschnitt anschneide, schon diverse Videos in meinem Kanal. Wenn Sie das vertiefen wollen, empfehle ich insbesondere die Playlists zur theoretischen Informatik, speziell die aus dem Wintersemester 2013-2014. Um zu erklären, worum es bei der Berechenbarkeit geht, ist es ganz sinnvoll, mit einem geschichtlichen Überblick anzufangen. Es ist immer etwas unfair, sich auf einige wenige Personen zu konzentrieren, weil es meistens noch viele andere gab, die auch ihre Beiträge geleistet haben und ohne die das Gesamtgebäude nicht entstanden wäre. Aber ich habe zur Orientierung hier doch mal so eine Art Mount Rushmore vier großer Namen der mathematischen Logik zusammengestellt. Georg Cantor war ein deutscher Mathematiker und ist hauptsächlich als Begründer der Mengenlehre in die Geschichte eingegangen, sowie als derjenige, der der Mathematik einen völlig neuen Begriff der Unendlichkeit beschert hat. Für unser Video heute ist er deswegen wichtig, weil er eine neue Beweismethode, die sogenannte Diagonalisierung, erfunden hat, die in der Grundlagenforschung eine große Rolle spielt und die auch von den hier gezeigten Gödel und Turing verwendet wurde. David Hilbert war ebenfalls ein Deutscher und er galt Anfang des 20. Jahrhunderts als wohl wichtigster Mathematiker der Welt. Das hat ihn in die Lage versetzt, in einigen Bereichen der Mathematik die Richtung der Forschung vorzugeben. Dazu gehört insbesondere das, was man später als Hilbert-Programm bezeichnet hat. Die damalige Grundlagenkrise, zu der ich in anderen Videos schon etwas gesagt habe, führte dazu, dass man sich nicht mehr sicher war, ob das Fundament der Mathematik wirklich so fest war, wie man immer geglaubt hatte. Hilberts Plan war, diese verloren gegangene Sicherheit dadurch zurückzugewinnen, dass man die Mathematik selbst mit mathematischen Methoden untersuchte. Das nennt man heute Metamathematik. Da geht es um Fragen wie: Kann man alle wahren Aussagen auch beweisen? Oder was kann man überhaupt berechnen? Obwohl Hilberts ursprüngliches Vorhaben im gewissen Sinne scheiterte, inspirierte er durch sein Programm doch wesentliche Teile der heutigen mathematischen Grundlagenforschung.
Und das, was Gödel, Turing und die später noch im Video genannten Mathematiker gemacht haben, wäre ohne Hilberts Initiative vielleicht nie geschehen. Der damals noch sehr junge Österreicher Kurt Gödel bewies 1931 seine berühmten Unvollständigkeitssätze. Die zeigten zwar einerseits, dass Hilberts Programm nicht vollständig durchführbar war, weil es in jedem formalen System wahre, aber nicht beweisbare Sätze geben muss. Andererseits war Gödels Arbeit aber eine Inspiration für den rechts neben ihm abgebildeten Turing und viele andere. Für unser Video ist insbesondere eine von Gödel erdachte Beweistechnik wichtig, die man heutzutage Gödelisierung nennt und über die wir noch sprechen werden. Der englische Mathematiker Alan Turing machte sich an einem anderen Teil des Hilbertschen Gebäudes zu schaffen. Dabei ging es um das auch im Englischen so bezeichnete Entscheidungsproblem. Wie Gödel kam auch Turing zu einem negativen Ergebnis. Vereinfacht ausgedrückt gibt es nicht zu jeder mathematischen Frage, die sich mit Ja oder Nein beantworten lässt, ein Verfahren, das immer zu einer richtigen Antwort führt. Heute würde man sagen, dass es nicht immer einen entsprechenden Algorithmus gibt. Im Zuge seiner Überlegungen aus dem Jahr 1936 begründete Turing damit das Gebiet der Mathematik, das man heute Berechenbarkeitstheorie nennt. Er wollte zunächst einmal präzise beschreiben, was es überhaupt bedeutet, dass ein Mensch etwas berechnet. Turing erfand dafür die später nach ihm benannte Turing-Maschine, eine abstrakte Vorrichtung, die ein Band, ähnlich wie in den damaligen Börsenticker-Automaten, lesen und beschriften konnte. Wenn man über Turing-Maschinen redet, muss man sich immer zwei Dinge klar machen. Erstens handelte es sich dabei um ein Gedankenexperiment von Turing. Er wollte so eine Maschine nicht bauen und er hat sie auch nie gebaut. Sie sollte nur abstrakt und möglichst einfach beschreiben, was man macht, wenn man rechnet. Wobei der Begriff Rechnen sehr weit gefasst ist. Es ging nicht nur um die vier Grundrechenarten, sondern darum, mit minimalen Mitteln alle möglichen Verfahren beschreiben zu können. Das, was man heute Algorithmen nennt. Zweitens entwickelte Turing diese Ideen, bevor es Computer gab. Die Turing-Maschine ist quasi der Prototyp eines Computers, denn man kann sie programmieren. Sie ist nicht für den praktischen Einsatz gedacht, aber sie kann, wie wir gleich sehen werden, theoretisch alles, was heutige Computer können. Kurz ein paar Sätze zur Arbeitsweise einer Turing-Maschine. Aus dem Blatt Papier, auf dem ein Mathematiker mit dem Bleistift etwas schreibt und es vielleicht auch wieder ausradiert, machte Turing ein Band, das in Kästchen unterteilt ist. In so einem Kästchen kann jeweils ein einzelnes Zeichen stehen, zum Beispiel eine Ziffer oder ein Buchstabe. Die Rolle des Mathematikers oder allgemein des rechnenden Menschen übernimmt einen Schreiblesekopf, der hier blau dargestellt ist. Er kann auf dem Band schrittweise hin und her fahren, immer ein Kästchen nach rechts oder links. Außerdem kann dieser Kopf den Inhalt des Kästchens, auf das er gerade schaut, lesen, aber er kann ihn auch löschen oder ihn mit einem anderen Zeichen überschreiben. Allerdings kann er immer nur auf dem Kästchen tätig sein, auf dem er sich gerade befindet. Entscheidend für die Funktionsweise der Turing-Maschine ist die Steuerungslogik, die ich hier symbolisch durch einen roten Aufsatz dargestellt habe. Wir können uns das heute vielleicht als eine Art Chip vorstellen. Diese Logik schreibt dem Schreiblesekopf genau vor, was zu tun ist. Das heißt, wie er auf die Inhalte, die er sieht, reagieren soll, wie er sich bewegen und was er eventuell ausradieren oder überschreiben soll. Der Schreiblesekopf steht anfangs auf einer bestimmten festgelegten Position des Bandes, zum Beispiel ganz links. Auf dem Band befinden sich Zeichen, das ist die Eingabe für die Turing-Maschine. Dann legt sie los. Der Kopf fährt auf dem Band hin und her, liest es und verändert den Inhalt gegebenenfalls. Irgendwann bleibt der Kopf eventuell stehen und die Maschine ist fertig. Das, was dann auf dem Band steht, ist die Ausgabe der Turing-Maschine. Allerdings, das wird noch wichtig werden, muss die Maschine nicht anhalten. Es ist auch möglich, dass sie in eine Art Endlosschleife gerät und beispielsweise bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag immer zwischen zwei Kästchen hin und her saust. Von der Konzeption her können beliebige Zeichen auf dem Band einer Turing-Maschine stehen. Wir Kinder des Computerzeitalters wissen aber, dass schon die beiden Zeichen 0 und 1 ausreichen, um alles darzustellen, was man sich vorstellen kann. Zahlen, Texte, Musik, Bilder, Filme und so weiter. Darum werden wir im Rest des Videos meistens nur noch mit Nullen und Einsen arbeiten. Ich zeige zu diesem Thema unten noch zwei URLs. Die linke ist einfach zum Anschauen gedacht und wirklich sehr empfehlenswert. Ein Amerikaner namens Mike Davy hat tatsächlich eine Turing-Maschine gebaut, die auch wirklich funktioniert. Und man kann sich dieses faszinierende Ergebnis handwerklicher Arbeit auf seiner Website anschauen. Unter der URL rechts können Sie sich eine in Software simulierte Turing-Maschine herunterladen, wenn Sie selbst mal eine programmieren wollen. Ich habe diesen Simulator für meine Vorlesung entwickelt und in der vorhin genannten Playlist wird er auch mehrfach vorgeführt.
Jede Turing-Maschine muss man sich als eine Vorrichtung für einen ganz bestimmten Zweck vorstellen. Es gibt Turing-Maschinen zum Addieren zweier Zahlen, es gibt welche zum Multiplizieren zweier Zahlen, es gibt welche, die feststellen können, ob eine Zahl eine Primzahl ist und so weiter. Wenn man etwas anderes machen will, braucht man eine andere Turing-Maschine, weil die jeweilige Funktion fest verdrahtet ist. Das ist vergleichbar mit einem billigen Taschenrechner oder mit den allerersten Computern. Wenn man an denen etwas ändern wollte, musste man die tatsächlich umbauen. Für eine spezifische, sehr einfache Turing-Maschine habe ich Ihre Steuerungslogik hier mal exemplarisch aufgeschrieben. Und zwar in der zu meinem gerade erwähnten Simulator passenden Syntax. Wie das zu verstehen ist, spielt hier keine Rolle. Entscheidend ist, dass damit das Verhalten der Turing-Maschine vollständig beschrieben ist. Wenn man diese Beschreibung hat, braucht man die Maschine selbst gar nicht mehr, weil diese 8 Zeilen exakt festlegen, was sie tun wird. Nun kommt die besagte Gödelisierung. Damit ist gemeint, dass man die Beschreibung in eine Zahl oder eine Bitfolge übersetzt. Ich habe das in diesem Fall so gemacht, dass ich die überflüssigen Leerzeichen weggelassen und die restlichen Zeichen in ihren ASCII-Code übersetzt habe. Wie genau man das macht, spielt aber auch keine Rolle. Wichtig ist nur, dass unterschiedlichen Turing-Maschinen unterschiedliche Zahlen bzw. Bitfolgen zugeordnet werden, dass der Zuordnungsprozess deterministisch ist und dass man aus den so entstandenen sogenannten Gödelnummern die Beschreibung wieder rekonstruieren kann. Der Witz an der Sache ist nun, dass man die Gödelnummer wiederum als Eingabe für eine Turing-Maschine verwenden kann. Turing hat in mühseliger Kleinarbeit gezeigt, dass man eine Turing-Maschine konstruieren kann, die mithilfe dieser Eingabe die gödelisierte Turing-Maschine simulieren kann. Und zwar nicht nur die eine aus dem Beispiel hier, sondern jede. So etwas nennt man eine universelle Turing-Maschine. Und damit war die Idee geboren, auf der alle heutigen Computer basieren. Die Funktionalität ist eben nicht mehr fest verdrahtet, sondern die universelle Turing-Maschine ist programmierbar. Man schreibt an den Anfang ihres Bandes die Gödelnummer einer spezifischen Turing-Maschine und die universelle Turing-Maschine macht dann das, was diese spezifische Turing-Maschine machen würde. Man nennt das in der Informatik von Neumann-Architektur und das ist mal wieder eine dieser nicht ganz korrekten Zuschreibungen. Offensichtlich hatte bereits Turing diese Idee. Und ungefähr zur gleichen Zeit bzw. kurz danach hatten unter anderem der Deutsche Konrad Zuse und die Amerikaner Eckert und Morkley Ideen, wie man so etwas in der Praxis umsetzen könnte. Der berühmte ungarische Mathematiker John von Neumann wusste von diesen Ideen und verwendete sie in einem internen Memorandum für das Manhattan Project, das dann ohne sein Zutun unter seinem Namen zirkuliert wurde. Der Matthäus-Effekt sorgte schließlich dafür, dass die Idee heute von Neumann zugeschrieben wird. Aber zurück zur Mathematik. Durch die Gödelisierung hat man noch mehr gewonnen. Man kann nun versuchen, Turing-Maschinen zu konstruieren, die andere Turing-Maschinen nicht nur simulieren, sondern sie analysieren. Sie lesen die Gödelnummer einer Turing-Maschine und beantworten Fragen über das Verhalten der Turing-Maschine. Stellen wir uns eine beliebige Turing-Maschine T vor und eine Bitfolge N, die als Eingabe für diese Maschine auf deren Band steht. Die Maschine wird gödelisiert. Die Eingabe ist ja bereits eine Sequenz von Bits. Beide Bitfolgen schreibt man als Eingabe auf das Band einer anderen Turing-Maschine, die diese Informationen nun analysieren soll. Sie könnte beispielsweise die Frage beantworten, ob die Maschine T mit der Eingabe N anhalten wird. Die Antwort auf dem Band wäre dann vielleicht eine 1 für Ja und eine 0 für Nein. Das nennt man das Halteproblem. Turing bewies aber in seinem wegweisenden Artikel von 1936, dass es so eine Maschine nicht geben kann. Das war nach den Gödel'schen Unvollständigkeitssätzen der zweite Wirkungstreffer, den das Hilbert-Programm einstecken musste. Man kann natürlich einzelne Turing-Maschinen analysieren und feststellen, bei welchen Eingaben sie anhalten, aber man kann nicht die eine Turing-Maschine konstruieren, die diese Frage für alle Turing-Maschinen und alle Eingaben immer korrekt beantwortet. Zu der Bedeutung dieser Aussage sage ich gleich noch was. Die wesentliche Beweisidee neben der Gödelisierung, die Turing dafür brauchte, war Cantors Diagonalisierung. Wenn man erst einmal die kleinteiligen technischen Präliminarien hinter sich gebracht hat, ist der Beweis nicht schwer zu verstehen. Ich werde ihn aber hier nicht vorführen. Man findet ihn ausführlich dargestellt in der schon erwähnten Playlist. Turing war allerdings nicht der Einzige, der Modelle entwickelte, mit denen das Rechnen abstrahiert werden sollte. Schon vor ihm stellte sein Doktorvater Alonzo Church den Lambda-Kalkül vor, der später unter anderem prägenden Einfluss auf die Programmiersprache Lisp hatte. Und auch die Lambda-Ausdrücke in jüngeren Sprachen wie Python oder Java haben ihren Namen aus dieser Ecke. Verschiedene andere Mathematiker arbeiteten mit sogenannten mu-rekursiven Funktionen. Stellvertretend dafür habe ich die Ungarin Roscher Peter abgebildet,
der als Begründerin der Rekursionstheorie gilt. Und nach gab es weitere Modelle, die ich nicht alle aufzählen will. Erwähnen möchte ich aber zumindest die While-Programme, die wie sehr primitive Pascal-Programme aussehen, und die Registermaschinen, die wie stark vereinfachte Modelle heutiger Computer wirken. Entscheidend ist, dass nach und nach gezeigt wurde, dass all diese Modelle äquivalent sind. Damit ist beispielsweise gemeint, dass man alles, was man mit einer Registermaschine ausrechnen kann, auch mit einer Turing-Maschine berechnen kann und umgekehrt. Und alles, was man mit dem Lambda-Kalkül erreichen kann, ist auch mit μ-rekursiven Funktionen machbar und so weiter. Dass diese sehr unterschiedlich konzipierten Modelle im Endeffekt alle denselben Funktionsumfang haben, führt auf die sogenannte Church-Turing-These. Sie besagt, dass alles, was wir uns intuitiv als berechenbar vorstellen, von einer Turing-Maschine berechnet werden kann und damit auch von einer Registermaschine, von einem While-Programm etc. Diese Aussage ist kein mathematischer Satz, denn dafür müsste man erst einmal definieren, was mit intuitiv berechenbar gemeint ist. Es ist lediglich eine These, die festhält, dass in Mathematik und Informatik Übereinkunft darüber besteht, wie Berechenbarkeit adäquat formal modelliert werden kann. Beweisen kann man diese These nicht. Man könnte sie höchstens widerlegen durch ein völlig neues Modell, das sozusagen mehr kann als die existierenden. Das ist aber in den letzten 80 Jahren niemandem gelungen. Nebenbei bemerkt gilt das auch für Quantencomputer. Die können im Sinne der Berechenbarkeitstheorie auch nicht mehr als eine Turing-Maschine. Und es gilt erst recht für die momentan so gehypte künstliche Intelligenz. Egal wie clever solche Programme sein mögen, sie laufen auf klassischen Computern und können daher nicht mehr als Turing-Maschinen. Die ganz praktische Konsequenz für uns ist, dass wir uns für Überlegungen zur Berechenbarkeit nicht weiter mit den unhandlichen Turing-Maschinen rumplagen müssen. Wir können stattdessen unsere Algorithmen in einer normalen Programmiersprache formulieren. Wir schreiben allerdings abstrakte Programme. Diese Programme sollen nicht wirklich ausgeführt werden, sondern sie sollen der Ausgangspunkt theoretischer Überlegungen sein. Je nach Geschmack können Sie zur Formulierung von Algorithmen Ihre Lieblingsprogrammiersprache wählen. Hier sehen wir zum Beispiel eine in Python geschriebene Funktion, die testet, ob eine Zahl n eine Primzahl ist. Als Antwort gibt sie 1 für Ja oder 0 für Nein aus. Man könnte das auch ganz mühsam mit einer Turing-Maschine machen, aber wenn man sich einmal überzeugt hat, dass man so etwas prinzipiell in eine Turing-Maschine übersetzen kann, ist diese Variante natürlich viel angenehmer. Für den Fall, dass Sie sich so eine Übersetzung nicht vorstellen können, mache ich an dieser Stelle erneut Werbung für meine Playlist zur theoretischen Informatik. Dort wird wirklich im Detail vorgeführt, wie man aus richtigen Programmen Turing-Maschinen macht. Eingesetzt werden in abstrakten Programmen typischerweise nur einige wenige Grundkonstrukte wie if, while und die Grundrechenarten, wie in dem Beispiel eben. Neumodischen Schnickschnack wie objektorientierte Programmierung brauchen wir nicht. Außerdem sind die einzigen Datentypen, die wir brauchen, natürliche Zahlen und eventuell noch Zeichenketten, also Strings, die man ja auch als natürliche Zahlen kodieren könnte. Ein entscheidender Punkt der Abstraktion ist allerdings, dass man von einem idealisierten Computer ausgeht, der genügend Speicherplatz und Zeit hat. Damit ist nicht gemeint, dass der Speicher unendlich groß ist. Es geht nur darum, dass ein Programm nicht daran scheitern soll, dass der Speicher voll ist. Insbesondere gehen wir davon aus, dass in Variablen beliebig große Zahlen gespeichert werden können. Und wir beschränken uns nicht bezüglich der Laufzeit. Das ist natürlich nicht realistisch, weil wir damit theoretisch auch Programme wie im Hitchhiker's Guide zulassen, die 7,5 Millionen Jahre für eine Antwort brauchen. Dafür sind aber die Negativresultate umso stärker. Wenn etwas nicht geht, dann geht es wirklich überhaupt gar nicht. Auch wenn wir sämtliche Computer der Welt Milliarden Jahre lang rechnen ließen. Schließlich verstehen wir unter abstrakten Programmen nur solche, die nicht interaktiv sind, also nicht sowas wie Firefox oder Word. Unsere Programme bekommen eventuell eine Eingabe und geben am Ende eventuell eine Ausgabe aus. Sie modellieren mathematische Funktionen. Wichtig ist dabei jedoch das kleine Wörtchen eventuell. Wir lassen auch Programme zu, die ohne Eingabe einfach starten. Und wir lassen insbesondere auch Programme zu, die keine Ausgabe produzieren, weil sie niemals anhalten. Darüber haben wir beim Halteproblem ja schon gesprochen. In der mathematischen Fachsprache würde man von partiellen Funktionen sprechen. Formuliert man Turings Theorem über das Halteproblem mit Programmen statt mit Turing-Maschinen, so sieht es so aus wie hier. Konkret können Sie also beispielsweise kein Python-Programm schreiben, das sich den Quelltext eines Python-Programms nebst Eingabe anschaut und immer korrekt entscheiden kann, ob das jeweilige Programm mit der nämlichen Eingabe anhält. Sie haben sich vielleicht gefragt, wieso eine Aussage über obskure Programme, von denen man vielleicht nicht weiß, ob sie anhalten, für die Mathematik interessant ist. Hier ein Beispiel, an dem man sich die Bedeutung klar machen kann.
Die Goldbachsche Vermutung besagt, dass sich jede gerade Zahl ab 4 als Summe zweier Primzahlen darstellen lässt. Es gibt zwar überwältigende numerische Evidenz dafür, dass das wohl stimmt, aber es gibt bisher keinen Beweis. Die Goldbachsche Vermutung ist eine der berühmtesten unbewiesenen Vermutungen der Mathematik. Es lässt sich aber ganz leicht ein Programm schreiben, das die Vermutung überprüft. Diese kleine Funktion hier hält entweder an, wenn die Vermutung falsch ist und sie ein Gegenbeispiel gefunden hat, oder aber sie hält niemals an, wenn die Vermutung richtig ist. Gäbe es ein Programm, das durch Analyse des Quellcodes herausfinden könnte, ob die Funktion jemals anhält, dann wäre die Goldbachsche Vermutung keine Vermutung mehr, sondern entweder bewiesen oder widerlegt. Turings Aussage über das Halteproblem lässt sich aber leicht auf Programme ohne Eingabe wie dieses hier verallgemeinern, und daher wissen wir, dass man auf diesem Wege die Goldbachsche Vermutung wohl nicht knacken wird. Und falls Sie sich das gefragt haben, ja, auch für die Riemannsche Vermutung, den heiligen Gral der Mathematik, ließe sich mit etwas mehr Aufwand so ein Programm schreiben. So viel zu den Grundlagen der Berechenbarkeitstheorie. Falls Sie davon noch nie gehört haben sollten, sollte für den Rest des Videos zumindest der Grundgedanke hängen bleiben, dass es einen allgemeinen Konsens darüber gibt, wie man Algorithmen, also Verfahren, formalisieren kann. Jegliche Form von planmäßigem, reproduzierbarem Vorgehen lässt sich zumindest im Prinzip durch ein Programm oder sogar durch eine Turing-Maschine darstellen. Nun zur sogenannten algorithmischen Komplexität. Wir werden sehen, dass die etwas mit Zufall zu tun hat. Was Zufall eigentlich ist und ob es so etwas überhaupt gibt, ist eine interessante und umstrittene philosophische Frage. Siehe zum Beispiel das Zitat von Voltaire unten rechts. Bei solchen Fragen hält sich die Mathematik gerne raus. Die Wahrscheinlichkeitstheorie ist beispielsweise seit Kolmogorow rein axiomatisch aufgebaut und vermeidet es zu definieren, was Wahrscheinlichkeit eigentlich sein soll. Und in der algorithmischen Informationstheorie, der wir uns nun zuwenden, geht es zwar um ein quantitatives Maß für Zufälligkeit, aber nicht um eine erklärende Definition des Begriffs Zufall. Wie wir noch sehen werden, könnte man statt von Zufälligkeit auch von Strukturlosigkeit sprechen. Eine Einführung in algorithmische Komplexität fängt typischerweise mit einer Frage wie dieser an. Welche der beiden Zahlenfolgen, die man hier sieht, ist zufällig? In beiden kommen nur die Zahlen von 1 bis 6 vor. Sie könnten also durch das Werfen eines Würfels entstanden sein. Wie kann man an so eine Frage herangehen? Man könnte versuchen, die Dateien zu komprimieren. Das entspräche der Denkweise der klassischen Informationstheorie. Kompressionsprogramme versuchen, in Dateien Muster zu entdecken und nutzen diese aus, um die Dateien zu verkleinern. Wenn man eine Datei auf diesem Wege signifikant verkleinern kann, dann kann sie also wohl nicht vollkommen zufällig entstanden sein, denn woher sollte das Muster kommen? Hier habe ich die beiden Folgen ohne die überflüssigen Leerzeichen in Textdateien kopiert und in der Tat werden sie durch die Anwendung des Standardprogramms gzip kleiner. Das Muster, das hier erkannt wurde, sagt aber leider nichts über die Zufälligkeit aus. Weil es sich um Textdateien handelt, belegt jede Ziffer 8 Bits. Da aber nur die Ziffern 1 bis 6 vorkommen, werden nur 6 der 256 möglichen Bitmuster verwendet. Dieses Muster, wenn man es denn so nennen will, nutzt gzip hier aus. Um dieses Kompressionspotenzial auszuschließen, muss man die Zahlenfolgen wirklich Bit für Bit auf die Festplatte schreiben. Auch dann verbleibt noch etwas Redundanz, weil wir pro Ziffer 3 Bits brauchen, aber nur 6 von 8 möglichen Bitmustern verwenden. Trotzdem werden die Dateien nun durch gzip nicht mehr kleiner, sondern sogar größer. Ein sicheres Zeichen dafür, dass das Programm kein verwertbares Muster erkennen konnte. Das ist natürlich keine endgültige Antwort auf unsere Frage. Programme wie gzip sind ja nicht allwissend, sondern können nur bestimmte typische Muster erkennen. Außerdem passt an dieser Stelle ein kleiner philosophischer Einschub. Wenn Sie mit einem Würfel 10 Sechsen in Folge würfeln, so ist das zwar ein seltenes Ereignis, aber nicht ausgeschlossen. Ebenso ist es nicht unmöglich, 20 oder gar 100 Sechsen in Folge zu würfeln. Eine Folge von 100 Sechsen lässt sich natürlich wunderbar komprimieren. Aber wenn sie tatsächlich durch Würfeln entstanden ist, dann ist sie doch zufällig entstanden, oder? Aber ich will sie nicht länger auf die Folter spannen. Die erste Folge besteht aus Nachkommastellen von Pi. Ich habe mir von dem Programm Mathematica die Nachkommastellen ab der 49. Stelle ausgeben lassen, und zwar nur die, die zwischen 1 und 6 liegen. Bei der zweiten Folge war ich zu faul zum Würfeln, aber sie stammt von der Website random.org und ist nach deren Angaben tatsächlich zufällig. Es handelt sich also nicht um computergenerierte Pseudo-Zufallszahlen, zu denen es übrigens, Sie ahnten es schon, auch ein Video von mir gibt. Wie kann man nun quantifizieren, dass die erste Folge in einem gewissen Sinne weniger zufällig als die zweite ist oder dass sie mehr Struktur hat? Bevor ich Ihnen das sage, auch in diesem Fall ein paar Worte zur Geschichte.
Der Begriff, den wir gleich definieren werden, wird Kolmogorow-Komplexität genannt. Benannt ist er nach dem großen russischen Mathematiker Andrei Kolmogorow, der dieses Konzept 1965 entwickelte und der unter anderem auch für die Axiomatisierung der Wahrscheinlichkeitstheorie sorgte. Der Amerikaner Gregory Chaitin griff diese Idee etwas später auf, entwickelte sie weiter und popularisierte sie. Chaitin wird im nächsten Abschnitt des Videos die Hauptrolle haben. Und wie so oft ist die Namensgebung nicht sehr fair. Der erste Mathematiker, der solche Ideen hatte, war der Amerikaner Ray Solomonov. Kolmogorow ist aber ungleich bekannter und das Kind trägt seinen Namen. Der Matthäus-Effekt mal wieder. Um welche Grundidee geht es? Man spricht statt von Kolmogorow-Komplexität auch von Beschreibungskomplexität. Ein Objekt ist umso komplexer, je aufwendiger es ist, es zu beschreiben. Die erste Folge lässt sich ganz einfach beschreiben. Die Nachkommastellen 49 bis 607 von Pi, die größer als 0 und kleiner als 7 sind. Die zweite Folge hingegen dürfte sich wahrscheinlich nur dadurch beschreiben lassen, dass man alle 348 Zahlen der Reihe nach aufzählt. Beschreibungskomplexität ist nicht unbedingt ein intuitiver Begriff. Man sieht den Folgen nicht an, welche komplexer ist. Noch deutlicher wird das an diesem Bild. Den meisten Leuten wird diese Grafik komplex vorkommen. Sie wird als Teil der Mandelbrotmenge aber durch eine ganz simple Formel erzeugt. Sie lässt sich also ganz einfach beschreiben und hat daher eine sehr geringe Beschreibungskomplexität, obwohl das Bild, das mein Monitor darstellt, aus über 45 Millionen Bits besteht. Man muss natürlich noch mathematisch präzise festzurren, was mit Beschreibung gemeint sein soll. Nach den Vorbereitungen im letzten Abschnitt liegt das aber nahe. Die Idee von Solomonov und Kolmogorow war, Algorithmen, also Programme, zu verwenden. Darum gibt es noch eine dritte Bezeichnung für die Beschreibungskomplexität, algorithmische Komplexität. Der Einfachheit halber reden wir in Zukunft nur noch über Bitsequenzen, also Folgen von Nullen und Einsen. So haben wir das ja auch schon bei den Turing-Maschinen gehandhabt. Jede Zahl lässt sich als Bitfolge darstellen, jede Zeichenkette und auch eine Grafik wie auf der letzten Folie besteht im Computer lediglich aus Nullen und Einsen. Die Kolmogorow-Komplexität Kappa S einer endlichen Bitfolge S definieren wir nun als die Länge des kürzesten Programms, das diese Folge ausgeben kann. Das Programm ist in diesem Sinne die präzise Beschreibung der Bitfolge. Je kürzer so eine Beschreibung sein kann, desto geringer ist nach dieser Definition die Komplexität der beschriebenen Sequenz von Bits. Noch ein paar Punkte zur Klarstellung. Wir reden hier von Programmen ohne Eingabe. Sie starten einfach und spucken am Ende die Folge S aus. Und mit der Länge eines Programms meinen wir die Länge seiner Gödel-Nummer in Bits gemessen. Ich habe ja bereits gesagt, dass es nicht so wichtig ist, wie man im Detail gödelisiert, solange die entsprechende Zuordnung eindeutig ist. Für unsere abstrakten Programme bietet sich die Bitfolge der Datei an, in der der Quellcode gespeichert ist, wenn man sich zum Beispiel darauf einigt, alle überflüssigen Leerzeichen wegzulassen. Aber vielleicht kommt Ihnen das trotzdem alles so vor, als wären wir von einer präzisen mathematischen Definition noch weit entfernt. Und dieser Eindruck täuscht nicht. Die Zahl Kappa S hängt ganz offensichtlich davon ab, welche Programmiersprache wir verwenden. Die Folge mit den Nachkommastellen von Pi wird sich beispielsweise in C wohl kaum wie in Mathematica in einer Zeile programmieren lassen. Andererseits gibt es sicher auch Bitfolgen, die sich in C kompakter als in Mathematica formulieren lassen. Sollte man demzufolge Kappa S definieren über das kürzeste Programm, das man in irgendeiner Sprache schreiben kann? Man macht das aber nicht, sondern legt sich auf eine Sprache fest. Für jede Programmiersprache oder auch für jeden Typ Turing-Maschine gibt es also eine andere Kolmogorow-Komplexität. Und in der Forschung werden tatsächlich häufig Turing-Maschinen verwendet, weil man die formal leichter handhaben kann. Wir werden allerdings im Video echte Programmiersprachen verwenden, das lässt sich wesentlich angenehmer lesen. Außerdem müssen wir uns noch auf eine feste Gödelisierung der gewählten Sprache einigen. Erst dann ist Kappa S wirklich definiert. Auch für unterschiedliche Gödelisierungen werden sich unterschiedliche Werte für Kappa S ergeben. Die letzten beiden Punkte mögen auf den ersten Blick unbefriedigend sein, aber wir werden noch sehen, dass diese scheinbare Einschränkung für die interessanten Resultate, die noch folgen, keine Rolle spielen wird. Zum Warmwerden mit dem neuen Begriff wollen wir uns zunächst der Frage zuwenden, wie groß die Kolmogorow-Komplexität einer vorgegebenen Bitfolge S maximal werden kann. Ich habe hier als Beispiel eine sehr kurze Bitfolge genommen, damit alles auf die Folie passt. Ich zeige Ihnen Programme in der Sprache Julia, aber für das, was ich demonstrieren will, ist die Sprache unerheblich. Ich hatte schon bei den beiden Folgen am Anfang des Abschnitts gesagt, dass man schlimmstenfalls zur Beschreibung einer komplexen Folge diese einfach aufzählen könnte. In den meisten Programmiersprachen würde das bedeuten, dass man sie mit einem Befehl wie print ausgibt.
Wenn wir als Gödelnummer aber die Bits des Quellcodes nehmen, dann lässt sich das Programm noch kürzer machen, indem wir beispielsweise den Namen der Funktion abkürzen und auf überflüssige Leerzeichen verzichten. Und Julia-Experten werden bemerkt haben, dass es noch kürzer geht. Eventuell fällt Ihnen sogar eine noch kürzere Variante ein. Darum geht es mir aber nicht. Das Programm, das hier steht, ist aus prinzipiellen Gründen zu lang. Sehen Sie das Problem? Wenn wir unser Programm speichern, dann wird es auf der Festplatte so aussehen wie hier. Jedes Zeichen verbraucht 8 Bits. Damit kämen wir auf eine Programmlänge von 360 Bits. Das Problem ist, dass 256 Bits davon für die Bitfolge S verbraucht werden, die selbst nur 32 Bits lang ist. Jedes zusätzliche Bit verbraucht weitere 8 Bits auf der Festplatte. Insbesondere für lange Bitfolgen würde unser Programm also viel länger sein als die Bitfolge, die wir beschreiben wollen. So kann es nicht gehen. Das Problem lässt sich lösen. Das ginge aber nun wieder mit Turing-Maschinen eleganter. Für normale Programmiersprachen zeige ich Ihnen exemplarisch eine Idee aus einem Buch von Juraj Romkowitsch. Unser Julia-Programm würde dann wie hier aussehen. Das ist so gemeint, dass wir das Programm in 3 Teile aufteilen. Der Teil vor der Bitfolge ist grün markiert und am Anfang steht eine 11, um zu markieren, dass dieser Teil 11 Zeichen lang ist. Der Teil hinter der Bitfolge ist blau markiert und die 2 besagt, wie lang dieser Teil ist. Der Teil dazwischen ist die eigentliche Bitfolge, die wir ausgeben wollen. Und die wird nun wortwörtlich, also Bit für Bit, gespeichert. Wir kämen dann insgesamt auf 176 Bits. Entscheidend ist, dass wir für das Speichern der Bitfolge diesmal wirklich nur 32 Bits brauchen. Und das würde sich auch für längere Bitfolgen nicht ändern. Es kommt lediglich der immer gleiche Overhead von 144 Bits hinzu. Das wäre natürlich nicht mehr die Programmiersprache Julia von der Stange. Sie müssten einen eigenen Compiler schreiben, der dieses neue Format versteht. Er würde erst den gesamten Quellcode einlesen, dann den ersten Teil vom Anfang der Datei und den dritten Teil vom Ende extrahieren und schließlich ein Programm aus den 3 Teilen zusammensetzen und ausführen, das man dann als normales Julia-Programm bezeichnen könnte. Die Bitfolge wird Ihnen auch nicht immer den Gefallen tun, aus einem Vielfachen von 8 Bits zu bestehen. Und man kann sich darüber streiten, ob die Bitfolge als String oder als Zahl interpretiert werden soll und so weiter. Man kann das alles machen, aber es ist etwas umständlich. Denken Sie mal drüber nach. Vielleicht fällt Ihnen ja auch eine elegantere Lösung ein. Aber Vorsicht! Falls Sie die Idee haben, irgendwo die Länge der Bitfolge zu speichern, dann denken Sie dran, dass der Speicherplatz für diese Zahl auch nicht konstant ist, sondern von der Bitfolge abhängt. Damit haben wir aber informell unsere erste substanzielle Aussage zur Kolmogorow-Komplexität bewiesen. Die Beschreibung einer Bitfolge ist niemals wesentlich länger als die Bitfolge selbst. Genauer, es gibt eine Konstante C, sodass die Komplexität der Bitfolge S höchstens C plus die Länge von S in Bits ist. Im Beispiel auf der letzten Folie war C 144. Und natürlich hängt der exakte Wert von C wieder von der Wahl der Programmiersprache und der Gödelisierung ab. Entscheidend ist aber, dass C konstant ist und nicht von S abhängt. Insbesondere wird C umso unbedeutender sein, je länger die Bitfolgen werden. Ich merke aber, dass Sie immer noch nicht ganz zufrieden damit sind, dass ein mathematischer Begriff wie die Kolmogorow-Komplexität von offensichtlich irrelevanten Details wie der Programmiersprache abhängt. Darum will ich versuchen, das mit einem Beispiel zu entkräften. Nehmen wir an, Herr J. verwendet für die Ermittlung der Komplexität die Sprache JavaScript. Wir nennen das von ihm verwendete Maß Kappa J. Frau L. verwendet Lisp und wir bezeichnen ihr Komplexitätsmaß mit Kappa L. Man kann nun in Lisp einen Interpreter für JavaScript schreiben. Dass das grundsätzlich geht, besagt die Church-Turing-These aus dem letzten Abschnitt. Und auch historisch ist das gar nicht so weit hergeholt, weil die allerersten Prototypen von JavaScript von Brandon Eich in der Tat in Lisp geschrieben wurden. Das, was heute JavaScript heißt, sollte eigentlich ein Scheme-Dialekt werden. Für unsere Zwecke sollte man aber vielleicht etwas genauer formulieren. Unser Interpreter liest die binäre Gödelnummer eines JavaScript-Programms und simuliert es. Rechnen wir mal ganz großzügig, dass so ein Interpreter ca. 42 Millionen Bits lang ist. Das wird sich wohl auch signifikant kürzer machen lassen, weil wir große Teile des Funktionsumfangs von JavaScript gar nicht brauchen werden, aber das macht nichts, die Zahl spielt keine Rolle. Auf jeden Fall haben wir dadurch eine interessante Abschätzung gewonnen. Die in Lisp gemessene Kolmogorow-Komplexität einer Bitfolge kann höchstens so groß sein, wie die in JavaScript gemessene Komplexität plus die Länge des Interpreters. Warum? Wir müssen lediglich den Interpreter mit einer minimalen JavaScript-Beschreibung der Bitfolge füttern
und erhalten dadurch eine List-Beschreibung. Und das funktioniert natürlich auch umgekehrt. In JavaScript geschriebene Interpreter, die zumindest einen Teil des Sprachumfangs von Lisp realisieren, finden Sie im Internet sogar in rauen Mengen. Nach unseren Überlegungen aus dem ersten Abschnitt des Videos gilt das nicht nur für Lisp und JavaScript, sondern für jedes beliebige Paar von Programmiersprachen. Hat man also zwei verschiedene Komplexitätsmaße, Kappa 1 und Kappa 2, so muss man nur die entsprechenden Interpreter schreiben und ihre Längen vergleichen. Hat der längere der beiden Interpreter die Länge d, so können sich die unterschiedlichen Komplexitäten derselben Bitfolge maximal um d unterscheiden. Mathematiker würden sagen, dass die Kolmogorow-Komplexität bis auf diese Konstante eindeutig bestimmt ist. Im gewissen Sinne ist sie also doch ein von der Programmiersprache unabhängiges Maß, weil die entsprechenden Übersetzungskonstanten für wirklich lange Bitfolgen unbedeutend sind. Damit können wir auf die Frage nach der Quantifizierung der Zufälligkeit zurückkommen. Zumindest für genügend lange Bitfolgen können wir die Kolmogorow-Komplexität einer solchen Folge als Maß dafür nehmen. Je höher die Komplexität ist, desto zufälliger und regelloser ist die Folge. Entspricht die Komplexität ungefähr der Länge der Folge, dann ist die Folge jedenfalls nicht komprimierbar. Eine präzise Definition dafür, wann wir so eine Folge als zufällig bezeichnen können und wann nicht, haben wir jedoch nach wie vor nicht. Es wäre ja auch eher unintuitiv, wenn man Bitfolgen eindeutig in zwei Klassen, zufällig und nicht zufällig, aufteilen könnte. Anders ist es jedoch bei unendlichen Folgen. In diesem Fall gibt es in der algorithmischen Informationstheorie tatsächlich eine Definition dafür, wenn man von zufällig spricht. Da das aber gar nicht das heutige Hauptthema ist, überlasse ich Ihnen die Frage, wie man das definieren sollte, als Knobelaufgabe. Mit folgendem Denkanstoß. Oben sehen wir die Folge der Nachkommastellen von Pi im Binärsystem. Diese Folge kann man unbegrenzt fortsetzen. Es dürfte offensichtlich sein, dass man sie nicht als zufällig bezeichnen würde. Unten haben wir wieder eine Folge, die Random.org geliefert hat und die aus atmosphärischem Rauschen generiert wurde. Auch hier kann man sich vorstellen, dass man niemals aufhört. Diese Folge sollte definitiv als zufällig bezeichnet werden. Und nun mischen Sie die beiden Folgen. Abwechselnd eine Ziffer aus der oberen und eine aus der unteren Folge. Diese Folge lässt sich wegen des unteren Anteils nicht durch ein Programm erzeugen. Andererseits besitzt sie wegen des oberen Anteils eine klar definierte Struktur, die sie signifikant von einer völlig zufällig erzeugten Folge unterscheidet. Wie würde Ihre Definition aussehen? Ist diese Folge in der Mitte zufällig oder nicht? Zum Abschluss dieses Abschnitts gibt es noch ein interessantes und wichtiges Resultat über die Beschreibungskomplexität. Als Vorbereitung brauchen wir drei einfache Eigenschaften von Bitfolgen bzw. Binärzahlen. Ich glaube, dass die alle für die typischen Zuschauer dieses Kanals trivial sind, darum will ich mich damit nicht lange aufhalten. Erstens, zu jeder vorgegebenen Komplexität muss es unendlich viele Bitfolgen geben, die noch komplexer sind. Das liegt natürlich daran, dass es nur endlich viele Programme einer bestimmten Länge gibt und jedes von denen nur die Komplexität einer Bitfolge festlegen kann, wenn überhaupt, denn es muss sich ja nicht mal um ein Programm handeln, das ohne Eingabe startet und garantiert terminiert. Und selbst dann ist es vielleicht nicht das Kürzeste mit dieser Ausgabe. Kurzum, für eine vorgegebene Komplexität kann es nur vergleichsweise wenige Bitfolgen geben, die diese Komplexität oder eine geringere haben. Die weitaus meisten sind komplexer, weil es ja unendlich viele Bitfolgen gibt. Zweite Eigenschaft, man kann eine Formel dafür angeben, wie viele Bits man für die Binärdarstellung einer natürlichen Zahl braucht. Das sollte jedem, der überhaupt schon mal etwas vom Binärsystem gehört hat, eigentlich klar sein. Für unsere Zwecke ist wichtig, dass die Anzahl der benötigten Stellen nur logarithmisch, also ziemlich langsam, wächst. Der dritte Punkt ist eine einfache Übung für Programmieranfänger. Man kann alle Bitfolgen, die es überhaupt gibt, aufzählen. Natürlich ist das nur potenziell gemeint. Wenn das Programm lange genug läuft, kommt jede Bitfolge garantiert irgendwann dran. Zur Illustration habe ich das Ganze als Generatorfunktion für Python implementiert. Und nun, wie versprochen, zu der interessanten Aussage. Wenn man sich eine Zeit lang mit der Kolmogorow-Komplexität beschäftigt hat, stellt man sich unweigerlich die Frage, ob man die Komplexität einer vorgegebenen Bitfolge nicht nur abschätzen, sondern auch exakt berechnen kann. Die Antwort ist Jein. Für einzelne Folgen kann das unter Umständen mit entsprechendem Aufwand möglich sein. Es ist aber nicht möglich, ein Verfahren, also ein Programm, anzugeben, das die Beschreibungskomplexität für beliebige Bitfolgen ermitteln kann. Der Beweis dafür ist nicht schwer und ich zeige ihn gleich. Als Inspiration für den Beweis zeige ich Ihnen aber zuerst das sogenannte Barry-Paradoxon, das nach George Barry benannt ist, der vor etwa 100 Jahren Bibliothekar in Oxford war. Man kann Zahlen mit Wörtern, wie zum Beispiel
42 Milliarden und 23 Millionen beschreiben oder mit Sätzen wie die kleinste Primzahl, die größer als 2 hoch 100 ist. Da es unendlich viele natürliche Zahlen, aber nur endlich viele Wörter gibt, muss es beispielsweise Zahlen geben, die sich nicht mit 28 Silben beschreiben lassen. Eine von denen ist die kleinste. Aber durch die Formulierung die kleinste natürliche Zahl, die nicht mit weniger als 28 Silben beschrieben werden kann, haben wir diese Zahl gerade mit weniger als 28 Silben beschrieben. Wenn man dieses Paradoxon genauer analysiert, dann stellt man fest, dass hier mit Mehrdeutigkeiten der natürlichen Sprache gespielt wird. In der Mathematik, in der man sich idealerweise immer unmissverständlich und darum manchmal etwas umständlich ausdrückt, sollte so etwas nicht möglich sein. Nichtsdestotrotz ist dieses Paradoxon eine Vorlage für diverse Beweise im Umfeld der mathematischen Logik. Unter anderem hat George Boulos Ende des 20. Jahrhunderts aufbauend auf dieser Idee einen neuen Beweis für den Gödel'schen Unvollständigkeitssatz gefunden. Und auch der nun folgende Beweis verwendet die gleiche Strategie. Zur Erinnerung, wir wollen beweisen, dass man kein Programm schreiben kann, das systematisch die Kolmogorov-Komplexität berechnen kann. Wir nehmen an, es gäbe so ein Programm und wollen dadurch auf einen Widerspruch kommen. Dafür schreiben wir das Programm, das ich hier durch ein Flussdiagramm angedeutet habe. Es durchläuft eine Schleife, in der nach und nach alle Bitfolgen aufgezählt werden. Dass das möglich ist, haben wir vorhin gesehen. Für jede Bitfolge überprüft das Programm, ob deren Komplexität größer als eine vorgegebene Zahl n ist. Ist dies der Fall, so hält das Programm an und gibt die Bitfolge aus. Entscheidend ist natürlich, dass wir das Programm aufgrund unserer Annahme schreiben können, weil wir davon ausgehen, dass wir Kappa-S berechnen können. Da wir uns vorhin überlegt haben, dass es Bitfolgen beliebig großer Komplexität geben muss, ist klar, dass das Programm garantiert terminiert und eine Bitfolge Sn ausgibt, deren Komplexität größer als n ist. Wie lang ist das Programm? Dazu muss man sich zunächst klar machen, dass hier für jedes n ein anderes Programm gemeint ist. Die Zahl n ist also fest in das Programm hinein kodiert, da wir ein Programm schreiben wollen, das ohne Eingabe auskommt. Alle Programme von dieser Form sind aber ansonsten gleich und unterscheiden sich nur an der einen Stelle, an der die berechnete Komplexität mit n verglichen wird. Wenn wir n an der entsprechenden Stelle möglichst platzsparend im Programm unterbringen, so ist die Gesamtlänge des Programms also höchstens der Zweierlogarithmus von n, den wir für die Darstellung von n brauchen, plus eine Konstante c für den Teil des Programms, der unabhängig von n immer gleich ist. Alles, was ich bisher gesagt habe, gilt für jedes n. Nun wählen wir ein spezielles n, nämlich 2 hoch c. Dann folgt aus der letzten Zeile, dass die Länge des Programms maximal c plus c ist. Andererseits folgt aus der ersten Zeile, dass das Programm eine Bitfolge ausgibt, deren Komplexität größer als 2 hoch c ist. Aber 2 hoch c ist nicht kleiner als 2c, im Allgemeinen sogar deutlich größer. Das widerspricht der Definition von Kappa S. Und das war schon der ganze Beweis. Man kann die Kolmogorov-Komplexität also nicht systematisch berechnen. Nun kommen wir endlich zu der Zahl Omega, die dem Video seinen Namen gegeben hat. Ich habe nochmal Gregory Chaitin abgebildet, weil die Begriffe und Ergebnisse im folgenden Abschnitt im Wesentlichen von ihm stammen. Als Motivation des Begriffs, den wir gleich definieren wollen, schauen wir uns nochmal die unendliche Folge von vorhin an, die durch das Verflechten zweier Folgen entstanden ist. Sie ist nicht berechenbar, das heißt, man kann kein Programm angeben, das nach und nach alle Folgenglieder ausgibt. Für die besonders aufmerksamen Zuschauer sollte ich vielleicht noch einschieben, dass ich natürlich nicht beweisen kann, dass diese Folge nicht berechenbar ist. Wenn wir aber davon ausgehen, dass sie im Sinne der Wahrscheinlichkeitstheorie wirklich zufällig entstanden ist, dass also jede zweite Ziffer mit einer Wahrscheinlichkeit von exakt 50% eine Null ist und dass diese Ziffern unabhängig voneinander generiert wurden, dann ist es, Achtung Fachbegriff, fast sicher, dass sie nicht berechenbar ist. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie berechenbar ist, ist Null. Aber die Folge ist komprimierbar im folgenden Sinne. Für jedes endliche Anfangsstück der Folge, das lang genug ist, kann man ein Programm zur Generierung dieses Anfangsstücks schreiben, das signifikant kürzer als das Stück selbst ist. Man kann es sogar noch etwas genauer sagen, das Programm wird im Wesentlichen halb so lang wie das Anfangsstück sein. Das ist auch die übliche Definition für zufällige bzw. unkomprimierbare unendliche Folgen, um die es in der kleinen Knobelfrage vorhin ging. Man nennt so eine Folge zufällig, wenn alle Anfangsstücke bis auf eine Konstante unkomprimierbar sind. Nach dieser Definition ist unsere Folge hier also nicht zufällig, sondern eben komprimierbar. Es gibt eine Folge, die für große Teile der theoretischen Informatik sehr wichtig ist und die garantiert nicht berechenbar ist. Es handelt sich um die Haltesequenz.
Mit der Haltesequenz ist das Folgende gemeint. Man zählt zuerst alle Bitfolgen auf, sortiert nach aufsteigender Länge. Dann werden die Bitfolgen gestrichen, die gar keine Gödelnummern von Programmen sind. Das ist auf dieser Folie nur symbolisch gemeint, damit man es irgendwie darstellen kann. Da wir mit typischen Programmiersprachen arbeiten und die Bitfolgen einfach den Quellcode wiedergeben, wird natürlich keine einzige Bitsequenz mit 6 oder weniger Bits ein Programm sein. Dann streicht man auch die Bitfolgen, die Programme repräsentieren, die eine Eingabe verarbeiten. Wir konzentrieren uns also wie im letzten Abschnitt auf Programme, die ohne Eingabe laufen. Die verbleibenden Programme werden durchnummeriert. Und HK ist dann eine Zahl, die angibt, ob das Karte-Programm anhält. 1, wenn es anhält, 0, wenn es nicht anhält. Nach dem Satz von Turing von 1936 über das Halteproblem ist die unendliche Folge H1, H2, H3 und so weiter nicht berechenbar. Chaitin hat sich gefragt, ob sie zumindest komprimierbar ist. Ein Teil seines Ansatzes bestand darin, die Werte der Haltesequenz zunächst einmal zu kumulieren. Dass beispielsweise der Wert von H11 4 ist, soll bedeuten, dass unter den ersten 11 Programmen der Liste 4 sind, die anhalten. Natürlich ist diese kumulierte Sequenz genauso aussagekräftig wie die vorherige, weil man diese aus ihr wieder rekonstruieren kann. Wenn ich beispielsweise weiß, dass H21 7 ist und H20 6, dann folgt daraus, dass das 21. Programm anhält. Auch die kumulierte Frequenz ist daher sicher nicht berechenbar. Schließlich kann man die Werte der kumulierten Haltesequenz noch anders kodieren, nämlich als relative Häufigkeiten. Dass 4 der ersten 11 Programme anhalten, kann man auch als den Quotienten 4 Elftel ausdrücken. Diese Werte sind hier als gerundete Prozentangaben dargestellt. Aus 4 Elftel wird auf der Folie 36%. Auch hier gilt, liegen die Werte alle exakt vor als Brüche, dann kann man daraus die Haltesequenz rekonstruieren. Man kann diese Angaben aber auch als Wahrscheinlichkeiten interpretieren. Wenn Sie etwa zufällig eines der ersten 11 Programme auswählen und starten, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es anhält, 4 Elftel bzw. ungefähr 36%. Um nachvollziehen zu können, wie Chaitin diese Ideen nun umgesetzt hat, müssen wir aber noch eine kleine technische Hürde überwinden. Wir hatten im letzten Abschnitt die Syntax unserer Julia-Programme modifiziert, um in ihnen eine Bitfolge möglichst platzsparend unterbringen zu können. Das sah so aus wie hier. Es erfordert allerdings, dass jemand uns sagt, wo die Datei zu Ende ist. Wenn wir nicht wissen, dass wir insgesamt 176 Bits einlesen müssen, dann nützt uns die Information, dass die letzten 2x8 Bits, der blaue Teil, die Fortsetzung des Programms sind, auch nichts. Die Problematik für das weitere Vorgehen wird an diesem Beispiel deutlich. Der Witz war ja gerade, dass wir an der orange markierten Stelle beliebige Bitfolgen unterbringen konnten. Aber schauen Sie mal genau hin, fällt Ihnen etwas auf? Es kann passieren, dass in der orangen Bitsequenz exakt das Ende eines kürzeren Programms auftaucht. Mit anderen Worten, die Gödelnummer des oberen Programms ist ein Anfangsstück der Gödelnummer des unteren Programms. Für das, was wir vorhaben, darf sowas nicht passieren. Wir brauchen eine sogenannte präfixfreie Codierung. Chaitin hat dafür den Begriff der selbstlimitierenden Programme eingeführt. Damit ist gemeint, dass man die Informationen über die Länge des Programms nicht mehr benötigt, weil der Interpreter selbst weiß, wann er mit dem Einlesen weiterer Bits aufhören muss. Das ergibt natürlich automatisch eine präfixfreie Codierung. Damit man sich darunter etwas vorstellen kann, zeige ich Ihnen hier eine grobe Skizze dafür, wie man die Sprache Julia modifizieren müsste, um die Programme selbstlimitierend zu machen. Wie im letzten Abschnitt würde ich Sie bitten, bei Interesse die Details selbst auszuarbeiten. Zunächst mal schreiben wir die Programme in der etwas ausführlicheren Syntax auf. Damit werden sie automatisch selbstlimitierend, weil in Julia solche Funktionsdefinitionen immer mit dem Schlüsselwort AND aufhören müssen. Aber wenn das schon alles wäre, dann hätten wir wieder das Problem, dass wir für das Einfügen von Bitfolgen in den Code viel zu viel Speicherplatz verschwenden würden. Daher machen wir es anders. An den Stellen, an denen Bitfolgen sozusagen wortwörtlich in den Quellcode eingesetzt werden sollen, fangen wir mit einem Markierungssymbol an, das ansonsten nicht vorkommt. Es signalisiert, dass an dieser Stelle der normale Programmtext unterbrochen wird. Ich habe als Beispiel das Paragraphenzeichen genommen. Ob man dafür 8 Bit oder mehr braucht, hängt von der Zeichenkodierung ab, aber das soll uns hier nicht weiter beschäftigen. Dahinter steht, aus wie vielen Bits die Bitfolge besteht. Es folgt erneut das Paragraphenzeichen, damit der Interpreter weiß, wo die Längenangabe aufhört. Und nun wissen wir, wie viele Bits gelesen werden müssen, bevor es im Programmtext weitergeht. Wenn man das analysiert, dann kann man genau ausrechnen, wie viele Bits man benötigt.
Die Paragraphenzeichen müssen wir dabei nicht mitrechnen, weil wir sie als Teil des Programms mit konstantem Platzverbrauch interpretieren können. Mein hier vorgeschlagenes Verfahren ist übrigens noch etwas unbeholfen und dient nur zur Illustration der grundsätzlichen Idee. Es lässt sich verbessern. Denken Sie ruhig mal drüber nach. Grundsätzlich ergibt sich bei selbstlimitierenden Programmen aber immer, dass man für n Bits einen Overhead einrechnen muss, der logarithmisch von n abhängt. Da der Logarithmus sehr langsam wächst, ist das nicht dramatisch, aber es ist nicht ganz so gut wie in der Variante aus dem letzten Abschnitt. Bei präfixfreier Codierung können wir den Satz, dass die Kolmogorow-Komplexität einer Bitsequenz höchstens um eine Konstante größer als ihre Länge ist, nicht mehr beweisen. Das jedoch nur am Rande. Auf jeden Fall haben wir nun alles zusammen, um Omega zu definieren. Wir fangen damit an, dass wir wieder alle Bitfolgen der Reihe nach aufzählen. Außerdem fassen wir aber Bitfolgen derselben Länge in Gruppen zusammen. Nun markieren wir die Bitfolgen, die für uns interessant sind. Ich habe als Fußnote, leider wohl nur auf großen Bildschirmen richtig zu lesen, nochmal zusammengefasst, was damit gemeint ist. Wir haben uns vorher für eine bestimmte selbstlimitierende Programmiersprache und ein Gödelisierungsschema entschieden. Nun wählen wir die Bitfolgen aus, die Gödelnummern von Programmen sind, die keine Eingabe erwarten und die anhalten. Das sind die blau hinterlegten. Wie vorhin sind das hier natürlich Fantasiewerte, aber realistische Werte könnte man grafisch nicht darstellen. Als nächstes markieren wir zusätzlich alle Bitfolgen, die hinter bereits markierten liegen. Genauer, wir markieren alle Bitfolgen, die ein Anfangsstück haben, das die genannten Bedingungen erfüllt. An dieser Stelle kommt zum Tragen, dass wir eine präfixfreie Codierung brauchen, denn dadurch können wir uns sicher sein, dass wir immer nur ein bestimmtes Programm meinen. Jetzt schreiben wir die relativen Häufigkeiten der markierten Bitsequenzen innerhalb der nach Länge geordneten Gruppen auf und benennen sie nach dieser Länge. Omega 1 ist 0, weil keine Bitfolge der Länge 1 markiert ist. Omega 4 ist 9 Sechzehntel, weil 9 der 16 Bitfolgen der Länge 4 markiert sind und so weiter. Es hat sich eingebürgert, von Wahrscheinlichkeiten zu sprechen, obwohl hier eigentlich keine Zufallsexperimente durchgeführt werden. Man kann es sich so vorstellen, dass man beispielsweise unter allen Bitfolgen der Länge 4 zufällig eine auswählt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man eine erwischt, die unsere Kriterien erfüllt, ist dann Omega 4. Dabei gelten auch Bitfolgen als Treffer, die sozusagen zu lang sind, weil unsere selbstlimitierende Programmiersprache nur den relevanten Anfangsteil der Bitfolge lesen wird. Zwei Dinge sind nun offensichtlich. Die Werte werden erstens von links nach rechts höchstens größer, weil ja nur weitere markierte Bitfolgen dazukommen können. Im Fachchinesisch haben wir es also mit einer monoton wachsenden Folge zu tun. Und zweitens kann keiner der Werte Omega n größer als 1 sein, weil es sich um relative Häufigkeiten handelt. Die Folge ist somit auch beschränkt. Simpelste Analysiskenntnisse reichen aus, um daraus zu schließen, dass es einen Grenzwert geben muss. Das ist Chaitins Konstante Omega. Man kann sie als die Wahrscheinlichkeit dafür interpretieren, dass eine völlig zufällig herausgegriffene Bitfolge die eines Programms ist, das anhält. Für die mit der Fachsprache vertrauten Zuschauer habe ich hier die Definition von der letzten Folie präzisiert. Das werde ich jetzt aber nicht vorlesen. Man sollte sich allerdings klar machen, dass Omega keine universelle Konstante wie die Kreiszahl Pi oder die Eulersche Zahl E ist. Wählen wir eine andere Programmiersprache oder eine andere Gödelisierung, dann erhalten wir auch einen anderen Wert für Omega. Das ändert aber nichts an den Eigenschaften von Omega, die wir nun untersuchen wollen und für die wir natürlich davon ausgehen, dass wir uns für eine bestimmte Sprache entschieden haben. Übrigens habe ich die Programmiersprache, die Chaitin selbst in seinen Büchern verwendet, vor einiger Zeit mal so umgebaut, dass sie in einem Webbrowser laufen kann. Wenn Sie das mal ausprobieren wollen, die URL sehen Sie links unten und Sie werden sie auch in der Videobeschreibung finden. Aber unabhängig von der Programmiersprache haben alle Modelle, über die wir am Anfang gesprochen haben, eine Gemeinsamkeit. Weil sie Verfahren beschreiben, modellieren sie einen zeitlichen Ablauf. Und diesen zeitlichen Ablauf kann man in einzelne Schritte unterteilen. Wie man das im Detail macht, spielt eigentlich keine Rolle. Man kann beispielsweise, wie hier, den Programmcode durch Trennlinien unterteilen und immer dann von einem neuen Schritt sprechen, wenn eine Linie überschritten wird. Oder Sie verwenden eine Turing-Maschine und setzen fest, dass jede Bewegung des Schreiblesekopfs ein Schritt ist. Oder Sie stellen sich vor, dass Ihr Programm auf einem richtigen Computer läuft und definieren die Schritte durch die Taktzyklen des Prozessors. Sie können auch ganz einfach eine Stoppuhr nehmen und alle 10 Sekunden einen neuen Schritt markieren. Entscheidend ist nur, dass die Unterteilung in Schritte so fein granuliert ist, dass es innerhalb eines Schritts nicht zu Endlosschleifen kommen kann. Weil die Intention nämlich ist, dass man das Programm potenziell nach jedem Schritt unterbrechen kann, um nachzuschauen, ob es noch läuft.
Dadurch wird dann so richtig die Bedeutung der einzelnen Haltewahrscheinlichkeiten klar. Ich zeige hier nochmal das Programm zum Überprüfen der Goldbachschen Vermutung. Durch Weglassen von überflüssigen Leerzeichen und Kürzen von Namen kommt man mit 120 Zeichen aus, also mit 960 Bits. Das Programm lässt sich sicher noch wesentlich stärker kürzen, wenn man es drauf anlegt. Wenn wir die spezifische Haltewahrscheinlichkeit für die Länge dieses Programms kennen, dann können wir einfach alle Programme dieser Länge, sofern sie unseren Kriterien entsprechen, parallel laufen lassen. Und zwar schrittweise. Das heißt, zwischendurch unterbrechen wir sie immer mal wieder und schauen nach, wie viele fertig sind. Da wir Omega 960 kennen, wissen wir, ab wann kein weiteres Programm mehr terminieren kann. Entweder hatten wir vorher bereits gesehen, dass unser Goldbach-Programm ein Gegenbeispiel gefunden hat, oder wir wissen jetzt, dass es nie anhalten wird. Auf jeden Fall ist die Goldbachsche Vermutung damit geklärt. Bevor Sie jetzt allerdings einen großen Haufen Computer kaufen, um das auszuprobieren, es gibt einen Grund, warum die theoretische Informatik theoretische Informatik heißt. Es gibt zwei hoch 960-Bit-Folgen mit 960 Bits. Das ist eine Zahl, die fast 300 Stellen hat. Selbst dann, wenn man in Rechnung stellt, dass die allermeisten Bitfolgen gar keine Programme sind, bleiben so viele übrig, dass die Materie im Universum nicht ausreichen wird, sie alle aufzuschreiben, geschweige denn sie auszuführen. Wir lassen uns aber davon nicht entmutigen. Wenn man an praktischen Anwendungen interessiert ist, dann sollte man sich ohnehin keine Weihnachtsvideos von mir anschauen. Wir können mithilfe der schrittweisen Ausführung die Haltewahrscheinlichkeit Omega n verfeinern zur beschränkten Haltewahrscheinlichkeit Omega kn. Damit ist die Wahrscheinlichkeit gemeint, dass ein Programm, dessen Länge n nicht überschreitet, nach maximal k Schritten anhält. Auch hier habe ich eine mathematische Definition aufgeschrieben, aber die informelle sollte eigentlich ausreichen. Der entscheidende Punkt ist, dass man Omega kn berechnen kann, Omega n aber nicht. Dass man Omega n nicht systematisch berechnen kann, liegt natürlich daran, dass man ja nicht weiß, wie lange man auf ein spezifisches Programm warten muss, um sicher sein zu können, dass es nicht doch irgendwann mal anhält. Bei Omega kn ist hingegen genau festgelegt, was zu tun ist, und man weiß auch vorab, wie lange es dauern wird. Man lässt alle Programme der entsprechenden Länge k Schritte laufen, unterbricht sie dann und schaut nach, welche von ihnen schon fertig waren. Omega nn kann nicht größer als Omega n sein, denn jedes Programm, das bereits nach n Schritten anhält, gehört zur Menge aller Programme, die anhalten. Umgekehrt kann man aber auch zu vorgegebenem n ein k finden, sodass Omega kn und Omega n identisch sind. Warum? Nun, jedes der Programme, die den Wert von Omega n determinieren, hält irgendwann an. Da es endlich viele sind, wird es unter ihnen eines geben, das am längsten läuft. Wenn das k Schritte braucht, dann sind nach k Schritten also alle Programme fertig. Darum kann man auch ein m finden, sodass Omega mm mindestens so groß wie Omega n ist. Man muss als m nur den größeren der beiden Werte k und n wählen. Das bedeutet aber, dass Chaitins Omega auch der Grenzwert der Folge der Omega nn ist, die alle berechenbar sind. Folgt daraus, dass Omega selbst auch berechenbar ist? Denken Sie mal kurz drüber nach. Jetzt kommen wir endlich dazu, das Zitat aufzuklären, das ich vor vielen Folien als Appetitanreger verwendet hatte. Die Zahl Omega enthält in komprimierter Form alle Haltewahrscheinlichkeiten. Aus den ersten n Nachkommastellen von Omega kann man Omega n rekonstruieren. Erinnern Sie sich an den Satz über das Blatt Papier vom Anfang des Videos? Hier habe ich mal 1000 Ziffern dargestellt, damit man sieht, wie wenig das ist. Wenn das tatsächlich der Anfang von Omega wäre, dann würde vor Ihren Augen unter anderem die Antwort auf die Goldbachsche Vermutung stehen. Und es wird wohl auch klar, dass Chaitin sein Ziel, die Haltesequenz zu komprimieren, erreicht hat. Man kann aus den Nachkommastellen von Omega die komplette Haltesequenz berechnen und Sie können sich in einer ruhigen Minute ja mal überlegen, wie viel kompakter diese Darstellung ist. Aber wir wollen den Satz auch noch beweisen. Das lässt sich mit zwei Folien erledigen. Zuerst zwei Vorüberlegungen, für die wir eine abkürzende Schreibweise für die ersten n binären Nachkommastellen einer Zahl einführen. Erstens, wenn die ersten n Nachkommastellen von Omega K0 K0 und Omega übereinstimmen, dann gilt das auch für alle folgenden beschränkten Wahrscheinlichkeiten Omega KK. Begründung, diese folgenden Werte werden höchstens größer als Omega K0 K0 sein. Wenn sich also vorne noch etwas ändern würde, dann wäre dieser vordere Teil größer als der vordere Teil von Omega. Aber wir hatten uns schon überlegt, dass keine Haltewahrscheinlichkeit größer als Omega sein kann. Zweitens, unter derselben Voraussetzung wie eben hat jedes terminierende Programm, das mehr als K0 Schritte braucht, eine Länge, die größer als n ist.
Begründung: Wenn das Programm nach k-Schritten terminiert und die Länge m hat, dann trägt es nach Definition 1 durch 2 hoch m zu Omega kk bei. Aber nicht zu Omega k0 k0, denn nach k0 Schritten lief es ja noch. Die beiden Wahrscheinlichkeiten unterscheiden sich also um 1 durch 2 hoch m und darum muss m größer als n sein, weil das sonst eine Änderung der ersten n Nachkommastellen nach sich ziehen würde. Das widerspräche dem ersten Punkt. Damit können wir nun ein Programm angeben, das wie versprochen Omega n aus den ersten n Nachkommastellen von Omega berechnet. Das Flussdiagramm sieht sehr einfach aus, aber einige der Schritte sind gegebenenfalls sehr rechenaufwendig. Das soll aber nicht unser Problem sein. Wir durchlaufen eine Schleife, in der wir sukzessive Omega 1,1, Omega 2,2, Omega 3,3 und so weiter berechnen, bis wir zu einem Wert Omega kk kommen, dessen erste n Nachkommastellen mit Omega übereinstimmen. Dass man diese Werte berechnen kann, hatten wir uns schon überlegt. Wenn wir k kennen, dann wissen wir nach den Überlegungen von der letzten Folie, dass alle Programme, die nicht länger als n sind, nach maximal k-Schritten anhalten. Deren Anzahl können wir also dadurch ermitteln, dass wir alle Kandidaten dieser Länge k-Schritte lang laufen lassen. Teilen wir diese Anzahl noch durch 2 hoch n, dann sind wir fertig. Und damit sind wir nicht nur mit dem Beweis fertig, sondern auch mit dem, was ich Ihnen über Omega sagen wollte. Ich möchte auf dieser letzten Folie nur noch ein paar Dinge ergänzen, die Sie vielleicht dazu bringen, sich intensiver mit der Materie zu beschäftigen. Wie Sie sich sicher schon gedacht haben, ist Omega nicht berechenbar. Das heißt, es kann kein Programm geben, das die Nachkommastellen von Omega der Reihe nach ausgibt. Das folgt natürlich daraus, dass in den Nachkommastellen von Omega in komprimierter Form die Haltesequenz steckt. Man kann mit entsprechendem Aufwand eventuell einzelne Stellen von Omega ermitteln, aber es kann kein Verfahren geben, das alle Ziffern nach und nach ausspuckt. Als nicht berechenbare Zahl kann Omega weder rational noch algebraisch sein. Omega ist außerdem auch noch eine normale Zahl. Das folgt aus dem nächsten Punkt. Die Folge der Nachkommastellen von Omega ist nämlich zufällig in dem Sinne, dass sie nicht komprimierbar ist. Jedes Anfangsstück dieser Folge hat eine Kolmogorow-Komplexität, die höchstens um eine konstante Anzahl von Bits kleiner als ihre Länge ist. Chaitin ist also nicht nur gelungen, die Haltesequenz zu komprimieren, er hat sie sogar maximal komprimiert. Auf der letzten Folie hatten wir einen Algorithmus gesehen, mit dem wir die einzelnen Haltewahrscheinlichkeiten aus Anfangsstücken von Omega rekonstruieren konnten. Dafür brauchte man ein k, für das die ersten n Nachkommastellen von Omega mit denen von Omega kk übereinstimmen. Abgesehen von allen anderen Problemen, die einer realistischen Implementation dieses Algorithmus im Wege stehen, würde der Wert k, den wir dafür brauchen, ins Unermessliche steigen. In Abhängigkeit von n wächst er schneller als jede berechenbare Funktion. Sie wissen ja, wie schnell beispielsweise Exponentialfunktionen wachsen oder die Fakultät, aber das ist im Vergleich alles Kinderkrams, weil diese Funktionen alle berechenbar sind. Ein Wachstum, das jede berechenbare Funktion überschreitet, kann man sich schlicht und einfach nicht vorstellen. Chaitin hat eine Variante des Gödel'schen Unvollständigkeitssatzes bewiesen, die man vereinfacht folgendermaßen ausdrücken kann. In jedem genügend aussagekräftigen Logikkalkül gibt es wahre Aussagen über Nachkommastellen von Omega, die man nicht beweisen kann. Zusammenfassend kann man sagen, dass Omega einerseits unvorstellbar viele mathematische Geheimnisse enthält, diese aber andererseits so perfekt verschlüsselt sind, dass wir nie an sie rankommen werden. Dirk Hoffmann hat Omega den perfekten Gralshüter dieser Geheimnisse genannt. Nach so vielen negativen Aussagen hier aber mal eine positive. Das sind die ersten 64 Bits von Omega. Natürlich nur für eine ganz bestimmte Programmiersprache, die auch nicht besonders praktikabel ist. Drei Mathematiker haben sich den Spaß gemacht, das mal wirklich zu berechnen. Wie Sie sich wahrscheinlich schon denken können, kommt man auf diese Bits nicht durch Computerprogramme, sondern durch sehr scharfes Nachdenken. Wie Klaus Jenig mal so schön sagte, das Denken lässt sich nicht immer durch Rechnen ersetzen. Der Artikel zu den 64 Bits ist im Internet leicht zu finden. Und falls Sie noch etwas zum Nachdenken mitnehmen wollen, wir haben gesehen, dass in Omega die Antwort auf offene Fragen wie die Goldbachsche oder die Riemannsche Vermutung steckt. Aber es gibt auch offene Fragen, die sich nicht auf diesem Wege beantworten lassen. Selbst dann nicht, wenn man Omega kennt und beliebig viel Zeit hat. Fällt Ihnen einer ein? Am Ende der Weihnachtsvorlesung habe ich traditionell immer ein paar Bücher zum Weiterlesen empfohlen und das mache ich natürlich auch jetzt. Vielleicht kommt das ja sogar noch rechtzeitig für ein Geschenk oder zumindest einen Geschenkgutschein. Im ersten Buch Grenzen der Mathematik von Dirk Hoffmann geht es um Omega, aber auch um die Gödel'schen Unvollständigkeitssätze, Turing-Maschinen, die Zermelo-Fraenkel-Axiome der Mengenlehre und vieles mehr.
Es handelt sich quasi um eine Tour de force durch die wichtigsten und interessantesten Resultate der mathematischen Logik und angrenzender Gebiete. Dabei liefert das Buch sowohl viele historische Hintergründe als auch mathematische Begründungen und ist rundum wirklich sehr gelungen. Auch Teile meines Videos basieren auf Hoffmanns Darstellung. Außerdem wurde das Buch vom Autor selbst äußerst aufwendig und liebevoll gestaltet. Einen vergleichbaren Aufwand an Visualisierung habe ich bisher noch in keinem anderen Buch zu diesem Themenkreis gesehen. Leider ist der Springer Verlag bzw. der dahinterstehende Konzern Springer Nature an so etwas nicht mehr interessiert, weil man durch Schema F und Optimierung den Umsatz, der jetzt schon bei jährlich 1,7 Milliarden Dollar liegt, noch steigern will. Man kann das unter anderem sehen, wenn man mit der ersten Auflage des Buches vergleicht. Da hat man sich noch die Mühe gemacht, einen zum Inhalt passenden Umschlag zu entwerfen. In der aktuellen Auflage wird hingegen der Standardumschlag verwendet, den man auf alle Springer-Lehrbücher pappt. So spart man ein paar Euro. Insbesondere will Springer aber eigentlich keine von den Autoren selbst gesetzten Bücher wie dieses mehr haben, weil die nicht zu den hochoptimierten und nach Indien ausgelagerten Produktionsprozessen passen. Ich prognostiziere mal, dass es in ein paar Jahren solche Bücher zumindest in diesem Verlag nicht mehr geben wird. Aber den Anteilseignern ist das sicher egal, solange der Rubel rollt. Kommen wir lieber zum nächsten Buch. Das ist von Chaitin selbst. Chaitin ist in mancherlei Hinsicht kein typischer Mathematiker. Unter anderem war er den größten Teil seines Lebens nicht Professor an einer Universität, sondern Angestellter von IBM. Außerdem kann er ganz gut schreiben und ist ein äußerst rühriger Autor populärwissenschaftlicher Bücher. Ich kann seine Bücher allerdings nicht rundheraus empfehlen. Zunächst mal sind sie für meinen Geschmack manchmal etwas konfus und wirken wie mit der heißen Nadel aus verschiedenen Artikeln und Vorträgen zusammengestrickt. Zweitens verwendet Chaitin gerne gewisse Versatzstücke immer wieder, sodass einen spätestens beim dritten Buch, das man von ihm in der Hand hat, das Gefühl beschleicht, das alles schon mal gelesen zu haben. Und drittens kenne ich keinen anderen mathematischen Autor, der so oft über sich selbst spricht und sich dabei implizit oder explizit so oft auf die Schulter klopft. Ich persönlich finde das arg unsympathisch. Nichtsdestotrotz kann man Bücher von Chaitin aber sicher mit Gewinn lesen, wenn man der englischen Sprache mächtig ist. Ich habe hier das herausgesucht, das wohl am ehesten zu den Themen dieses Videos passt. Dann noch ein Buch, das im klassischen Sinne gar kein Buch ist, weil man es aktuell nur online lesen kann. Aber das ist natürlich auch ein Vorteil, weil man kein Geld bezahlen und keine Bibliothek aufsuchen muss. Vielleicht blättern Sie das im Browser mal durch und schauen, ob Sie das mögen. Und schließlich etwas leichtere Lektüre. Der Autor Apostolos Doxiadis hat Mathematik studiert und weiß deshalb, wovon er spricht. Und er kann auch gut schreiben. Logicomics ist ein Comic, in dem es um mathematische Logik geht und der daher viele Berührungspunkte mit den Themen dieses Videos hat. Unter anderem kommen in dieser Geschichte auch Turing, Gödel und Cantor vor. Vom selben Autor gibt es auch noch einen sehr unterhaltsamen Roman. Da geht es auch um Gödel, aber in erster Linie um die Goldbachsche Vermutung, die heute auch erwähnt wurde. Beide Bücher waren Bestseller und brauchen meine Empfehlung eigentlich nicht, aber schaden kann das wohl auch nicht. Beide gibt es auch in deutscher Übersetzung. Und ganz zum Schluss belästige ich Sie noch mit ein bisschen Werbung. Ich habe nämlich auch schon wieder ein Buch geschrieben. Das wird kein Bestseller werden und für Weihnachten kommt es leider etwas zu spät. Anfang 2021 soll es jedoch erscheinen. In diesem Buch kommt Omega nicht vor, aber es geht am Rande auch um philosophische Fragen. Warum braucht man überhaupt Beweise? Wie findet man Beweise? Und so weiter. In erster Linie ist es jedoch ein populärwissenschaftliches Buch, von dem ich hoffe, dass es vermitteln kann, worum es in der Mathematik eigentlich geht und warum Mathematik Spaß machen kann. Weitere Infos unter der hier angegebenen Adresse. Tja, das war's für heute. Sollten Sie sich das Video noch vor Weihnachten anschauen, dann wünsche ich Ihnen schöne Feiertage und ein Jahr 2021, in dem wir alle Corona hoffentlich nach und nach vergessen.